Go, 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 go! Genau, easy win, easy going, easy life. Nein, nicht live, du Dummbatz! Wie kann man nur... Achso, ja gut, Silber. Silber, Leute, alles klar. Ist der dumm? Das ist das Gesicht eines Verlierers. Ich geh jetzt knifen. Alter Verwalter, Mann, seine Eltern müssen so unglaublich enttäuscht sein von ihm. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Matchmaking-Folge. Endlich ist es wieder soweit. Ich bin so gut wie gesund. Meine Stimme ist zu 90% wieder am Stissel. Und ich bin sehr froh, dass ich hier wieder richtig reinhauen kann. Heute habe ich einen sehr langen Aufnahmemarathon vor mir. Ich werde auch Resi Evil aufnehmen. Wir haben niemanden auf Mitte. Ah, Orange geht hoffentlich. Orange! Oh nein, wir haben auch ein Kind! Bitte, sei kein Kind. Okay, Lip. Beseite, ich bin schwanger! Ohuhu. Okay. Junge, sehr schön, sehr schön! Ah! King of Blue! Du bist gut! Oh fuck, ich hätte eins gehabt, aber... Shit. Achso, ich hab's noch gar nicht angesprochen. Mein zweiter Account möchte eingerankt werden. Und ja, da bin ich jetzt praktisch gerade live dabei. Der Hauptaccount ist ja auf DMG im Moment. Und der hier soll natürlich auch mindestens auf LEM gehen. Wenn ich noch höre. Ah, Bobby. Okay, der erste hat schon mal dick gefressen. Oh no! Gott, ich heb die Scout auf und dachte, es ist vielleicht eine coole Idee, ein bisschen zu scouten. Aber nein, ist es nicht. Ist es nicht. Heute Abend ist übrigens wieder Livestream ab 19.30 Uhr. Die Daten stehen hier in der Videobeschreibung. Also wie ihr zum Livestream kommt. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Heute gibt es wieder 4 Games und auch ein Giveaway. Und ja, das wird schon ziemlich schön, ne? Ich denke, dass wir voll Spaß haben werden. Oh. Ey, was macht ihr denn zu dritt auf A? Super, ich spiele mit Behinderten im Team und einem Kind. Was ist der eigentlich? Was gleich? Shit, er gibt mir noch einen Header. Krass. Guck mal, B ist einfach komplett off. Mach doch sowas nicht. Ohne, dass irgendjemand was angesagt hat von wegen, oh, ich glaube, es ist A oder Mitte oder B oder deine Mutter. Nein, er geht einfach mal weg von B, so auf Verdacht. Da kriege ich direkt einen Harnröhreninfekt, wenn ich sowas sehe. Guck mal, wieder Ansagen, von wo der kommt. Sind die stumm oder was? Wisst ihr, wenn sie sich beschweren, das ist in Ordnung. Aber das Mikrofon zu nutzen, um das Spiel vielleicht zum Sieg zu führen. Nee, nee, nee. Es geht nur Shit Talk. Jetzt haben wir eine gute Aufstellung, glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Steps Apartments. Ist underground. Ha! Naja, immerhin hat der eine gerade eben irgendwas gecallt. Ich hab's nicht verstanden. Nee, nee, aber das wird sowas geheißen haben wie: Vorsicht, er ist underground, geh schnell dahin, aber stirb nicht, ich lieb dich! Oder sowas. Wobei ich jetzt halt nicht so in ihn verliebt bin, also zurück verliebt in ihn. Ich glaube, Green hat's gesagt, ne? Green, du siehst das nicht so gut aus, ja? Also, bitte dir mal nicht so viel ein auf deine verschissene Gasmaske, hallo? Unglaublich eingebildet. Oh! Oh, yeah. Shit. Oh nein, Green ist AFK. Egal, endlich kann ich Fullby machen. Der Rest eigentlich auch. Oh nein, wir haben einen Bot. Schnell, schnell, Jungs. Schnell. Ja, jetzt kommt er zu spät. Jetzt haben wir die Bot-Runde schon am Hals. Ja, der Bot muss natürlich wieder vorgehen. Immerhin hat er die Bombe gespottet. Was, die haben schon gelegt. Komm her. Nice. Die Twitch-Affiliate-Partnerschaft ist im Sack. Ihr wisst ja, letzte Woche wurden wir angeschrieben, deswegen. Wir können jetzt bald, oder ihr könnt jetzt bald subscriben. Da freue ich mich schon extrem drauf. Sehr geil. Aus nicht extrem verlässlicher Quelle habe ich die Zahl 3 Wochen gesagt bekommen. Also in 3 Wochen sei es soweit, dann könnte man subscriben. Ach komm, klau mir doch den verschissenen Kill. Egal, Teamsieg ist Teamsieg. Scheiß der Hund drauf. Er hat jetzt nicht geantwortet, ob ich auf Mitte gehen soll mit AWP. Und, ja, danke, dass ihr so eindeutig, zweideutig lauft. Mobs down. Shit, 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 shit. Oh. Gott, da gucke ich nicht hin. Scheiß doch die Wand an, ey. Ich denke, es kommt City nach. Wir können durch diese Partnerschaft auch sehr, sehr viele neue Dinge machen. Es gibt ja noch irgendwelche Games, die man rausgeben kann und dies und das. Ich kenne mich da noch zu wenig aus, um da viel drüber sagen zu können, aber... Es wird eine komplett neue Stream-Ära, auf jeden Fall. Und heute Abend werden wir direkt loslegen. Shit! One up mit. So, durch. Shut us down. Hallo und down. Wie viel? It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. So, sie kommen auf B gepusht. Aha, okay. Bitte sag doch irgendwas an. Das ist doch schrecklich, oder? Geh mal ran hier, ne? Alles klar. Ist auch nicht confused. Oh je, je. So, und jetzt werde ich sowas von mit der AWP auf die Mitte gehen. Und wehe, es kommt wieder irgend so ein Schniedelkönig und pimmelt mich weg. So geht's nicht.
Er hat sogar eine Op gehabt, der sagt, okay, dass sie sich immer noch so viele Waffen leisten können. Ah, okay, gut, sie haben uns ja vorhin ein bisschen dominiert, also so ist es nicht. One lower chance. Bomb ist bei uns down. Ich glaube, Appelmet ist einer. Easy peasy. Ich bin echt gespannt, wie ich hier eingerankt werde mit dem Account. Purple, ich gehe auf Van, hat sie erledigt. Purple, oh mein Gott! Slow HP in City, kein HP left. Ist das das Kind? Ja, ist es. Es sind noch zwei übrig. Und er glaubt echt, dass er defusen kann? Also so wirklich im Ernst? Bei einem vielleicht, aber zwei ist schon sehr unwahrscheinlich, dass beide zufällig auf einem anderen Spot sind, weil sie Vollidioten sind. Man hat oftmals nur einen Vollidioten im Team, also so einen richtigen Vollidioten, der, ihr wisst schon, man sagt, wir rushen alle B und er geht auf A, so ungefähr. Und hat dann auch die Bombe dabei, ne? Sowas ist sehr selten. Zum Glück ist es sehr selten. Tetris. Ich frage mich, was ich hier gerade spiele, auf welcher, also was, wo ich jetzt gerade, wie wird man eingerankt? Wie passiert das? Dein Account hat ja keinen Rang. Und du kommst, mit welchen Leuten wirst du zusammengewürfelt? Also, gibt es da schon so eine Vorrankung? Oder ist einfach jeder mit jedem zusammen? Wisst ihr, jemand, der direkt mit Global eingerankt wird, ist, oh mein Gott, ich habe eine Tiege gekauft, fick, ich wollte doch nur Kevlar kaufen. Scheiß drauf. Jemand, der Global eingerankt wird, spielt mit Leuten, die dann auf Silber 1 eingerankt werden? Eigentlich kann es ja nur so gehen, ne, weil der Rank wird da erst festgestellt. Oh mein Gott! Gottes Willen! Und Jungle? Okay. Ah, Jungle's coming. Half HP. Das ist schon irgendwie unfair, oder? Diese Rank-Geschichte. Wenn jemand einfach schon sehr, sehr gut in Shootern ist oder seinen zweiten Account eben einranken will, so wie ich oder wie auch immer, dann ist es schon ziemlich hart, oder? Weil die Rankung ja erst nach X Spielen stattfindet. Aber man muss doch jetzt schon so ein bisschen zusammengefriemelt werden, oder? Ich meine, von den Stats her könnte man jetzt meinen, dass es nicht so ist, dass einfach jeder in den Pott geworfen wird. Egal, wie gut du die vorherigen Spiele warst, du kommst wieder in den Pott. Ich hab die Bombe gehabt. Gott, bin ich dumm. Nein. Aber ich erinnere mich, dass diese Einrankungsspiele auf meinem Main-Account auch sehr, sehr, also vergleichbar einfach waren. Ich wurde auch direkt Doppel-AK eingerankt. Also es war, wenn ich halt dann mit Leuten zusammenspiele, die in Silberkreisen eingerankt werden, dann ist es schon echt ein Unterschied. One shot. Er rennt einfach hierher, meint, wir hören ihn nicht. Nice. Okay, komm. Langsam, langsam, langsam. Genau. Genau, easy win, easy going, easy life. Nein, nicht live, du Dummbatz! Wie kann man nur... Achso, ja gut, Silber. Silber, Leute, alles klar. Ist der dumm? Das ist das Gesicht eines Verlierers. Ich geh jetzt knifen. Alter Verwalter, meine Eltern müssen so unglaublich enttäuscht sein von ihm. Wenn ich mich an meine alten Zeiten so erinnere, ja? Also früher, als ich mit Donnerstag angefangen habe. Da habe ich da behinderten Scheiß gemacht, leichtsinnigen Kram und sowas, ne? Also irgendwie... Aber einfach in so einer Situation versuchen zu knifen, an sich in Knife-Kills ergaunern zu wollen, wo doch eigentlich ein sicherer Kill am Start ist. Sowas... Warum soll ich jemanden knifen? Was bringt mir dieser Knife-Kill außer das extra Geld? Was bringt es mir jetzt wirklich fürs Team? I got a plan for apartments. Gottes Willen. Es waren noch vier. Das ist schon hart, ne? Das Leben ist hart. Ja, ja, es ist hart. Sehr cool. Alles klar, da war. Jetzt kannst du blenden, mein Freund. Sehr gut, sehr gut. Einer noch auf Mitte und der andere ist im Connector drin. Ich freue mich schon wieder richtig heute Abend auf die Fewer Games. Das wird bestimmt geil. Wir werden auch wieder mit meinem Account hier die Fewer Games bestreiten. Also ich werde jetzt hier wahrscheinlich eingeloggt bleiben, nehme ich an. Das heißt, ihr könnt auch ohne Prime mitspielen, weil ich hier noch nicht geprimed bin. Oh nein! Gott, hat er mir in den Arsch geschossen, um Himmels Willen. Ich habe Molly da reingeschmissen, scheiße. Es steht jetzt tatsächlich 13-8 für die Gegner. Vielleicht können wir jetzt hier auf B was reißen. Oh! Oh shit, Shot kommt. Nice. Aller gut gemacht. Also sie haben schon ihre Sternstunden auf jeden Fall. Sowas kann auch voll ins Auge gehen, wenn man sich einfach da hinstellt, so komplett offen. Aber naja, gut umgesetzt. Gottes Willen. Guckt euch das an. So schnell kann man die Oberhand wieder verlieren. Wir sind schon bei der letzten Runde. Wir müssen echt alles kaufen, dass wir uns irgendwie noch den Sieg hier erhaschen können. Vielleicht, wenn wir ganz, ganz heftig zusammenspielen und die anderen auch mal callen. Oh mein Gott. Da kann das echt was werden. Kitchen's low HP. 10 HP left in Kitchen. Ja, ja. Oh nein. Warum schmeißt du Nate denn in den Karton rein? Go, 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 go. Fuck. Vielen Dank, du kleines verschissenes Kind. Dass wir dich im Team hatten, war eine Bereicherung. Ich kann mir kein Leben vorstellen ohne dieses Kind. Vielleicht wird er überfahren, wenn wir Glück haben. Wird er einfach überfahren. Von was ganz langsam, von der
Walze oder so. Der Walzenfahrer fährt ihn zur Hälfte über, macht dann aber erst noch Pause. Und nach der Pause wird der Rest des Kindes überfahren, wie so eine Zahnpastatube ausgequetscht. Ungefähr so. Guckt euch mal mein sexy Graffiti an, ey! Ja, denkt dran, jetzt ist gleich Stream, ne? Ab 19.30 Uhr Livestream mit Furegames, mit Giveaway, mit Spaß, Schokolade und Spielen. Seid dabei, macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Ciao!